Hallo, hier sind Leonie und Liz. Wir beide spielen jetzt eine Runde Wer würde eher und bekommen die Fragen von Lukas gestellt. Hi, ich bin hier hinter der Kamera. Und ich lege direkt los mit der ersten Frage. Und die ist, wer würde eher Auto fahren während des Auslandsjahres? Du, ja. Bist du? Ja, einmal mit meiner Gastmama auf so einem Parkplatz. Automatik war nicht so schwer, deshalb, ja. Ich würde es mir, glaube ich, auf den mit dem Verkehr in England, ist gar nicht zu trauen. Linksverkehr, ja, ja. Also, ich bin eh jünger als du und war dann auch vom Führerschein noch weiter entfernt als du, ja. Glaube ich. Und nein, das war auch ein ganz spontanes Ding, aber ich glaube eher nicht. Alright, dann direkt die nächste Frage. Wer würde eher sich ein Tattoo stechen lassen? Ich habe mir in England tatsächlich Piercings stechen lassen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in die gleiche Richtung gehend bezeichnen könnte, weil es war auch so eine relativ spontane Entscheidung, weil man in England ab 16 Piercings stechen lassen kann. Und dann habe ich nur irgendwann meine Eltern angerufen, weil die waren eigentlich grundsätzlich dagegen. Und ich war so, hey, ich bin jetzt 16, ich steche mir jetzt welche. Deswegen die ganzen also Piercings, die Ohrringe, genau, Piercings? Ja, die ich cool. habe ich dort stechen lassen. Das heißt, vermutlich dann auch eher ich, oder? Ja, ich glaube, England ist nochmal auch was anderes als Amerika, weil ich glaube, da darf man auch erst mit 21 die Shops betreten oder 18 mit Mutti-Zettel auch. Also es ist ganz krass so. Ja. Nee, ich glaube, in England darfst du auch, also schon Tattoos mit 16, wenn du halt ja, mit Elternbescheinigung, ja. Genau. Nice, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wer würde eher nur noch Fast Food essen? Okay, ja, vielleicht. Ich meine, alles Paniertes, ja, also ist ja sehr lecker, ne? Ich glaube, in Amerika ist doch größere Auswahl, oder? Ja, definitiv. Und vegan gibt es da eh nicht ganz ja. So viel. Also ich glaube, es wird mir irgendwann dann auch ein bisschen zu, aber... Ein bisschen zu fettig. Ich meine, ich habe ja schon 7 Monate nur fast, weil so... War nicht schlecht, ne? Hätten auch noch 3 weitere sein können. Genau. Wer von euch würde eine Fernbeziehung während dem Auslandsjahr führen? Ja, du. Ich nicht. Ich habe nicht während dem Auslandsjahr eine geführt, aber nachdem ich heimgekommen bin, weil ich während dem Auslandsjahr meinen damaligen, also jetzt Ex-Freund, kennengelernt habe. Und dann waren wir auch noch danach, wann bin ich heim? Im Mai. Und dann waren wir noch bis Januar im Jahr drauf. Also über ein halbes Jahr noch zusammen. Ja. Und wir haben uns zwischendrin, glaube ich, nur einmal 2 Wochen lang gesehen wegen Corona. Also ja, aber dann vermute ich doch eher ich. Ja, denke ich auch. Wer würde eher heimlich auf Partys gehen? Gott. Immer du? Ich weiß beide? Nicht. Ich glaube auch wir beide. Ja. Also in Amerika war das immer so ein bisschen schwer, feiern zu gehen, hatte ich jetzt das Gefühl. Oder mein Freundeskreis war da sehr, also ich war sowieso ein Freundeskreis, der sehr religiös war. Mhm. Und da waren wir dann eher so auf den Kirchenfesten in der Freizeit. War auch nicht schlecht. Aber wer die Möglichkeit wäre, hätte ich, glaube ich, nicht Nein gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin überlegen, war ich irgendwann mal... Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann... Doch, ich glaube, einmal habe ich sogar gesagt, dass ich... Also ganz am Anfang, weil da wusste ich noch nicht, wie meine Gastfamilie dazu steht. Und dann habe ich halt gesagt, dass wir so einen Filmeabend bei einer Freundin haben. Und dann war da tatsächlich eine Party. Aber danach habe ich auch meiner Gastfamilie, so wenn ich bei Geburtstagen eingeladen war oder so, bei Partys, habe ich immer gesagt... Ja, aber auch bei Partys später habe ich das einfach gesagt und die hatten kein Problem damit. Die waren dann so, okay, um 11 sollst du halt daheim sein oder irgendwie um 12 oder um 1. Ja. Hing halt ab und dann konnte ich hingehen. Aber ja, ich bin tatsächlich sogar einmal. Aha, also du da. Wer würde eher seine Gasteltern anlügen? Ich habe nicht gemacht. Vermutlich dann auch eher ich. Also ich glaube, habe ich bestimmt gemacht. Irgendwann, aber wie gesagt, also meine Gastfamilie und ich hatten nicht das beste Verhältnis. Und dann war auch so das Vertrauen nicht ganz da. Und dann war das nicht unbedingt irgendeine Lüge, um mich dann besser dastehen zu lassen, aber so eine Lüge, weil ich denen vielleicht teilweise Sachen nicht ganz anvertrauen wollte. Ja. Weil, also da war einfach noch so eine Distanz. Genau. Und ich glaube, ich habe einmal meine Gastmutter angelogen, weil sie hat ihren Lieblingskuchen gebacken und sie war so hyped und ich war so lecker. Aber es war nicht lecker, aber... Okay. Aber du hast ein gutes Verhältnis mit ihr, oder? Ja, also sonst war das total entspannt. Also wir haben auch über alles geredet. Um jetzt noch einen oben drauf zu setzen, wer würde eher auf Kosten der Gastfamilie leben? Also ich habe das ja das gemacht. Also wir haben ja beide, ne? Nee, bei mir, die in England bekommen Gastfamilien Geld dafür.
Dass die Schüler auch. Oh mein Gott, ja, dann ich. Weil ja, dann in Amerika bekommen die ja nichts. Ja. Ja, ich hab. Ja. Aber sie haben immer gesagt, ich bin ihr Kind, also von daher. Ihr seid auch als Rechtfertigung. Irgendwie essen gegangen und so, oder? Ja, doch, wir sind noch. Aber es haben, ja, es haben die alles bezahlt. Ja, das bezahlt. Haben wir irgendwie nie gemacht. Also, ja, die haben halt Geld bekommen bei mir dafür auch. Und es ist nur mal. Das in nicht in England? Ja, ich glaube in Australien auch. Ja, ich weiß nicht, in Amerika weiß ich genau, gar aber nichts, ne? England auf jeden Fall, England, Irland und so weiter. Ja, okay, dann nicht. Wer würde eher eine schlechte Note im Ausland bekommen? Ja, versprochen. Das war so schwer. Ich hatte Mathe. Ich habe Mathe abgewählt. Ich habe das nicht verstanden. Die haben mir gesagt, das amerikanische System ist so leicht. Ich bin da hingegangen, dachte, egal, keine Hausaufgaben, entspannt. Die erste Woche, ich war fertig. Ich habe nichts verstanden. Ich war in allen AP-Classes, also in diesen schweren. Ich bin zu meiner ganzen Mutter, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich halt Mathe abgewählt, Tennis genommen. Hatte ich schon gute Noten. Aber ich muss sagen, ich fand es schwer, die Schule da. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nicht so intellektuell hochgebildet bin, aber ich fand es schon. Ja, in England, ich war in England quasi eine Stufe über meiner eigentlichen Stufe. Das heißt, ich war in England das, was für mich hier der 11. entsprechen würde, also schon in der Oberstufe, dort in der 12. in der Sixth Form. Und hatte auch am Anfang Mathe, das habe ich ganz schnell abgewählt, ja. War in der ersten Stunde. Und dann war die Lehrerin schon direkt so, ja, wer das nicht versteht, der sollte nicht in diesem Kurs sein. Genau. Und ich war nur so, Hilfe. Ich glaube, in der ersten Arbeit, die wir geschrieben haben, hatte ich tatsächlich auch nicht so die beste Note. Also in Chemie war das, weil ich dort schon, ich habe Chemie, Biologie und Englisch als Fächer gehabt. Ja. Das waren meine drei Fächer. Und in Chemie hatte ich bei der ersten Klausurarbeit, wie auch immer, hatte ich da nicht so eine gute Note. Aber auch, weil ich die ganzen Themen nicht gemacht habe, weil die alle viel weiter waren als wir und auch früher angefangen haben, Chemie zu machen und so. Aber danach, ich glaube, Ende vom Schuljahr habe ich mit relativ guten Noten tatsächlich abgeschlossen und hätte eigentlich auch das AS-Level, was so eine Vorstufe zum Abi bei denen quasi ist, mitgeschrieben. Hätte ich nicht geschafft. Dann gibt es jetzt auch noch eine weitere Question für die School. Und zwar, wer würde eher vergessen, wo sein Schließfach ist? Ich hatte zwar keins, aber ja, die Schule war so groß, also es hat auch erst mal 2 Wochen gedauert, bis ich mich da zurechtgefunden habe, also. In England gibt es keine Schließfächer. Ha! Dementsprechend. Ja. Ja. Und dann machen wir noch eine letzte Frage, und zwar, wer würde eher den Großteil des Geldes für Shoppen ausgeben? Nee, eher für Essen. Ja, same. Für andere Aktivitäten. Also ich finde, im Ausland, klar, shoppen ist nice, aber shoppen kannst du auch daheim so. Das war irgendwie so, ich habe mein ganzes Geld eher so für irgendwie, dass ich mal mit dem Zug irgendwo hingefahren bin in eine andere Stadt oder meine Freizeitaktivitäten. Ich habe getanzt und das hat relativ viel gekostet, weil dann immer wieder wegen irgendwelchen Shows und so ein bisschen Geld aufkam und halt Essen, genau. Aber shoppen habe ich gar nicht so viel. Ja, ich habe schon ein bisschen, weil viele Sachen sind schon günstiger. Mhm. Aber auch eigentlich eher, als ich so erfahren habe, dass ich nach Hause fliege, bin ich noch einmal schnell mit meiner Gastmama shoppen gegangen, alles nochmal mitgenommen. Aber während des Auslandsjahres auch nicht so viel. Also auch eher für Ausflüge und so. Wenn wir im Disneyland waren, wir ganz oft schon, habe ich immer so Souvenirs und so auch geholt. Ja, das ganze Zeug muss man ja auch wieder mit heimschleppen. Mhm. Und das ist ja schon beim Hinflug so. Oh je. Deswegen. Also das war's mit unserem Wer würde eher mit Liz und Leonie. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Like da und auch gerne einen Kommentar. Vielleicht, was habt ihr gemacht im Ausland, was man vielleicht eher nicht hätte machen sollen? Oder genau, habt ihr irgendwelche Sachen gemacht oder ähnliche Begründungen, wieso ihr was gemacht habt wie wir? Und schaut gerne bei uns auf Instagram und TikTok und so weiter vorbei und auch gerne in der Videobeschreibung. Bis bald!